willkommen zu einem neuen Farmvlog. Wir haben gestern und heute erstmal die Trecker von Yannick geborgen. Die standen da immer noch vom Bremsentag. Die haben wir jetzt erstmal geborgen und jetzt will ich erstmal noch Anhänger wegbringen vom Heu machen. Wahrscheinlich hätte ich die gleich hier behalten können, weil wir jetzt wahrscheinlich bald wieder Heu machen wollen, aber naja, die kommen jetzt erstmal wieder weg. Da wollen wir jetzt erstmal eben bei. Einmal der blaue und einmal der andere Anhänger, aber seht ihr eh gleich, welche das sind. Die kommen erstmal wieder zu ihrem Härchen zurück. Und wieder oben ein bisschen leerer hier mal eben. So ist die Lage erstmal. So, Anhänger abgeliefert. Die stehen da wieder schön drin, wenn man das durch die dreckige Scheibe sieht. Ja, weiter geht's auf dem Hof. So. Wir haben im Moment keine Lust mehr auf Heu, deswegen wollen wir erst noch wieder ein paar Kartoffeln pflanzen. Nein, Quatsch. Wir haben den Boxenlaufstall gerade leer geräumt. Hier vorne stand das Legegerät ja eben angebaut. Ich muss sagen, 7-10er Reifen wären knapp geworden mit dem Legegerät dann. Ja, dann würden die vielleicht irgendwie so stehen, wenn das hochkommt. Dann wird das an den Reifen anhängen. Also breiter dürfen die Reifen nicht werden. Zumindest fürs Legegerät. Die Rohre haben wir jetzt auch noch eben rausgeholt beide, damit wir im Boxenlaufstall Platz kriegen, dass der Höhenförder da reinkommt. Das zeige ich gleich auch noch eben. Oh, das Grünland sieht aus, ey, Katastrophe. Hier steht überall Scheiß rum und oh, na, kein schöner Anblick gerade, aber naja. So, der Europa Standard und Grimme Europa eben so ein Vergleich. Also der Grimme ist überhaupt ein Europa? Muss sein, nicht, steht gar nichts dran. Jedenfalls, der ist ein gutes Stück größer als der hier. Ich weiß nicht, ob man das so auf dem Bild sieht. So ein bisschen vielleicht. So, aber schnell weiter. Wird gleich dunkel. Ja, das wollte zumindest den Höhenführer da eben reinkriegen, dass wir da morgen Ballen abladen können. Dass die nächsten Anhänger wieder weg können. Weil mein Kollege hat heute schon gemäht für Heu. Ich bin mir unsicher. Ich habe es jetzt nicht riskiert, weil da immer noch Gewitterschauer mit angesagt haben. Meistens kommen sie nicht, aber wer weiß, hier jetzt mit 18 Liter übermorgen. Ja, siehst du, jetzt nehme ich alles wieder weg hier mit Gewitterschauer. 0,7 Liter noch, 0,2. Freitag aber 2 Liter. Das ist aber, glaube ich, alles hier weg. Dafür Sonntag jetzt 14 Liter. Schwierig im Moment. Aber soll schön warm werden auf jeden Fall auf einmal. Schwierig. Naja, wir bauen erstmal den Höhenförderer auf. Wie gehabt, mit dem Rasenmäher da eben vor. Das geht eigentlich am besten, kann man den schön eben ziehen mit der Kette. Geht erstens leichter als per Hand, weil das eine Rad immer so ein bisschen schräg steht, das läuft schwer über. Der hat irgendwie mal einen Schlag gekriegt, aber bevor wir den schon gekauft haben, war das so. Deswegen ziehen wir den eben mit dem Mäher hier rum und vor allem auf dem Kopfsteinpflaster geht es auch einfacher so. Das ist ein bisschen immer das Problem beim kleinen Hof. Also der Höhenförder kam von hier, mussten wir hier einmal so raus, dann hier einmal im Bogen. So wieder rein. Zwischen die beiden Häuser, dann einmal hochkurbeln. Dann müssen wir ihn jetzt über das Dach schwenken, dass er quasi hier so steht. Und dann müssen wir hier eine kleine Schlaufe wieder drehen und hier wieder rein. Ja. Das ist der Nachteil halt an kleinen Höfen. Ja. Können wir schon einen Tick hier wieder herziehen, wa? Ja, aber du kommst da ja nicht höher. Ja, aber wenn ich da schon mal rumschlage. Nee, ich würde den hier einen Meter wieder hier ziehen. Ist doch ganz egal, du kannst da überall speziell rüber. Das ist richtig. Ja.
Deswegen bin ich hier auch Chef. Dann drücke ich jetzt, ne? Ja, richtig. Ja, willst du umhängen oder wollen wir hier vorne irgendwie anpicken? Ich glaube, ich würde das mit dem Anhänger gucken, um den zu lassen und dann einfach umzufahren, oder? Ja, können wir machen, das geht. Ich kann auch mal Licht anmachen, ja. Also die meisten, wenn mich hier einer besucht oder mal zum Gucken kommt, alle sagen immer, das sieht kleiner aus als im Video. Also es ist kleiner, als es im Video aussieht und das ist tatsächlich so. Ich sage ja mal, ich habe Platzprobleme ohne Ende, das ist so. Oh, warte, du bist unter Spannung, ein Stück vor. So, gut. Nächster Tag geht los mit Abladen. Erstmal den kleinsten Anhänger hier. Manche haben mir in den Kommentaren geschrieben, warum wir die Anhänger nicht so voll gemacht haben. Also die sind ja halb leer, bla bla bla. Ja, erstmal höher kann ich nicht, weil da der Balken ist und ich muss ja auch noch durchs Tor kommen, deswegen höher ging eh nicht. Und warum soll ich die hier oben, wäre noch was gegangen, warum soll ich die so voll knallen, wenn ich sowieso genug Anhänger hier habe? Dann kann man die lieber einen Ticken leerer machen. Dann muss ich nicht Angst haben, dass sie mir hier beim Rüberziehen umkippen, weil ich hier durch so einen kleinen, durch so einen Huckel auffahren muss. Und ja, darauf stehen wird ja auch nicht besser, je höher die sind. Deswegen mache ich die lieber nur dreiviertel voll oder halb voll und dafür einen Anhänger mehr. Dann kannst du noch besser drauf stehen und ja, wenn die Anhänger hier eh sind, was soll das dann, die so voll zu knallen. Deswegen, ja. Also, wir haben den kleinen Anhänger jetzt noch, den abladen und den, das ist eine Sorte und das kommt von einer anderen Fläche. Muss ich mal gucken, wo wir den mit hinten abladen, auch nach oben oder auf die Spalten. Muss ich mal schauen, aber ich denke mal, erstmal machen wir die. Das ist das Heu von unserer Fläche hier. Das laden wir erstmal ab. Voll auf eure Kamera, na egal. Ah, so. Flakgeschütz ist aufgebaut. Die ersten beiden sind schon oben. Wie gesagt, gestern haben wir das hier einfach aufgebaut in einem Boxenlaufstall. Da müssen wir da nicht ganz so weit tragen, als wenn wir da reinfördern würden. Und hier ganz lang laufen und da gehen sie jetzt hin. Deswegen haben wir letztes Jahr hier schon einen Teil rausgeschnitten. Hier kommt er dann. Oh, ich muss mal eben Bein räumen. Und dann müssen wir nicht ganz weit laufen. Es war immer noch ein relativ weiter Weg. Ich weiß, es gibt so eine Ballenbahn, die man unter einen Giebel spaxen kann quasi. Und da sind so Abwurfschächte. Der läuft dann quasi hier lang und dann kannst du genau einstellen, hier sollen sie runterfallen und dann hast du hier deinen Haufen. Ist eigentlich auch ganz geil. Mal gucken, ob man das vielleicht irgendwann hier nochmal anbaut, aber im Moment haben wir halt sowas noch nicht. Deswegen müssen wir noch ein bisschen laufen und schwitzen. Müssen wir auf jeden Fall noch irgendwas einstellen, dann, damit die nochmal benutzen, die Presse. Hä? Müssen wir die ein bisschen kürzer stellen, die Presse, wenn wir die nochmal benutzen. Den finde ich gut. Ja, der ist perfekt. Das ist von unserer Presse noch, ne? Ja. Ja, das geht ja. Ja, das ist top. Ja, die anderen sind jetzt nur wieder da. Ja. Ja, das ist geil, ne? Ah. Oh mein Gott, so, der kleinste Wagen ist schon mal oben. Oh, ich bin voll geschwitzt wie sonst was. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Eigentlich war mein Plan mal, also letztes Jahr, hier so ein oder zwei große Ventilatoren aus dem Kuhstall hinzuhängen, die halt so ein bisschen Luftzirkulation machen. Dass hier zumindest ein bisschen Wind ist, so gehst du hier echt ein. Ich meine, heute ist es auch noch nicht warm. Das haben wir 23, 24 Grad vielleicht. Und wenn das hier echt 32 Grad oben ist, oh, da gehst du kaputt bei. Ja, aber so, erster Anhänger ist leer. Wie gesagt, das war der kleinste jetzt.
ging alles ganz gut. Es war ein bisschen Marschiererei hier, aber ging. Und nächstes Mal vielleicht mit einer Person mehr, dass er oben noch drauf stapeln kann. Aber geht so weit. Nach hinten hin können wir vielleicht noch ein bisschen. Da können wir noch zwei Anhänger. Aber ich denke mal, die kriegen wir hier locker unter. Hier noch ein oder zwei Paletten hinterher. Und bis hier so, dass hier noch ein Durchgang bleibt. Und dann nach oben ist noch Luft. Oh, Mann, oh Mann. So, nächster Anhänger eben rein. Muss mal eben gucken, ob wir das heute noch machen. Oder morgen. Ich komme nämlich auch. Ja, gerade eben nicht, aber vorhin von der Arbeit. Noch nichts gegessen. Kann ich gleich mal eben erstmal machen. Jo. Wetter zum Heu machen, ich weiß auch nicht. Im Moment habe ich gedacht, könnte man schon machen. Ja, Wetter zum Heu machen, weiß ich auch nicht. Heute habe ich gedacht, hätte man lieber gestern gemäht. Gestern habe ich gedacht, oh, da kommt noch so viel Gewitter und so. Das mit den Gewittern, das ist immer so eine Sache, ne? Die stehen eine Stunde drauf mit 20 Liter, 25 Liter. Nächste Stunde sind die wieder weg. Danach wieder doppelt so viel Regen. Ja, aber irgendwann jetzt will ich an den nochmal wieder dabei. Ich habe hier noch den ersten Schnitt stehen, der wurde das letzte Mal so nass war. Den hätte ich schon gerne runter. Und ich habe jetzt auch noch Fläche dazu gekriegt, nochmal wieder. Da waren ja auch einige Fragen. Also hier nochmal eben erster Schnitt. Das ist auf jeden Fall alten Kram jetzt hier. Das muss auf jeden Fall runter. Da legt sich schon alles richtig hin. Ich hatte ja einmal Fläche dazu gekriegt. Also das war eine eBay-Anzeige, ganz normal, nichts Wildes gewesen. Da eben angeschrieben bzw. angerufen und ja, Termin ausgemacht, habe ich gleich gesagt, ich will das haben. Er sagt, das sind bis zu 30 Hektar, wenn ich das alles haben will. Ja, habe ich dann auch so mitgenommen. Dann habe ich noch eine Fläche vom befreundeten Landwirt dazu gekriegt. Die hatten wir letztes Jahr auch schon. Jetzt ist die Fläche aber noch mehr geworden. Letztes Jahr war das, ja, waren das 2 Hektar oder 1,5, irgendwie so, glaube ich. Das war das, wo man mähen muss ab, was jetzt, 21.06. oder so, glaube ich. Und dann darfst du nur die Hälfte mähen und nach 7 Tagen darfst du erst die andere Hälfte mähen. Also man darf das nicht in einem Stück mähen, das ist irgendwie Naturschutzauflagen oder was weiß ich. So, das war die, die ich noch mähen muss. Dann habe ich ja meine 2,5 Hektar da im Naturschutzgebiet. Die habe ich vor 2 Jahren mitgekriegt. Nochmal neu. Meine Fläche, die ich jetzt noch mähen muss, die im Naturschutzgebiet sind 2,5 Hektar. Und die, was ich eben erzählt habe von den befreundeten Landwirten, die wir zugekriegt haben, was letztes Jahr 1,5 Hektar oder so waren, sind dieses Jahr auf 5 gewachsen. So, und jetzt war auch noch eine Zeitungsanzeige. Da war auch nochmal Grünland drin, ist sogar bio-zertifiziert. Das sind nochmal ungefähr 15 Hektar, die kriege ich jetzt auch noch mit dazu. Also wenn ich das jetzt alles so richtig im Kopf rechne, sind das zum Schnitt ungefähr, nagelt mich nicht fest, aber ungefähr 55 Hektar. Das ist natürlich schon ein gewaltiger Sprung. Haben auch viele gefragt, wo willst du mit dem Heu hin? Weißt du, du wirst das wahrscheinlich nicht los. Und ja, werde ich gucken, wenn ich das nicht los werde, mein Problem. Aber ja, haben tue ich das erstmal. Wenn, vielleicht wird nächstes Jahr auch schon wieder knapp, dann suchen alle Heu. Dann habe ich hier noch vielleicht, ja, jetzt noch 300 Rundballen. Das andere werden vielleicht auch nochmal 200, 300 und ein paar tausend kleine Ballen. Dann habe ich das zumindest. Solange ich den Platz hier noch habe, ist erstmal nicht weg. Das hier wäre ich normalerweise auch gut losgeworden, das Heu. Allerdings, das war auch eine Fläche, die ich mit dazu gekriegt habe. Das war kein schönes Heu, deswegen wollte das keine so richtig haben. Es haben ein paar mitgekriegt zum Ausprobieren, aber die wollten es nicht fressen. Ich meine, so, das riecht tipptopp, ne? Nur ab und zu ist da mal eine Binse bei, aber das ist halt relativ strohig. Ich meine, so vom Aussehen und so ist das gar nicht so schlecht, aber so richtig bei wollen die dann nicht. Deswegen habe ich das günstig abzugeben noch. Also für Rinder, ich denke mal, die hauen sich dann mit den Bauch voll. Nur die Pferde, die sind da immer ein bisschen penibel. Aber so, dann habt ihr das erstmal gehört. Also war nichts Wildes oder so, halt eine eBay-Anzeige und das andere war eine Zeitungsanzeige. Und die andere Fläche, die ich dazu gekriegt habe, über befreundeten Landwirt. Ja, so, wir holen jetzt noch eben den nächsten Anhänger raus und dann will ich erstmal was essen. Ja, was los hier? Ja! Kann losgehen. 2. Runde eben. Kurze Büchse jetzt endlich an und gestärkt. Auf geht's an den nächsten Anhänger. Das war gar nicht so schlecht, Andi. Das ist zu Anfang so ein kleiner, kommt man sich erstmal wieder dran gewöhnen. Der wurde zumindest leer. Ich meine, der ist auch nicht zu voll, der hat ja nicht die Klappen aufgestellt und so. Da ist auch nicht zu viel drauf. Aber den eben schnell nach oben boxieren, solange man zumindest hier noch was sehen kann. Ich hoffe, das bleibt noch relativ hell hier, weil wir da oben ja auch kein Licht haben.
Ich glaube, ich muss noch ein, zwei Paletten gleich mal eben auslegen, aber das zeige ich gleich mal eben. Achso, was ich noch sagen wollte zu den... fang mal an, Christian, alles gut. Was ich noch sagen wollte zu den Flächen. Die 15 Hektar Flächen, die ich jetzt quasi noch nicht gemäht habe, noch nicht gezeigt habe, die haben wir jetzt erstmal nur für dieses eine Jahr. Die anderen, die 30 Hektar, auch erstmal nur für dieses eine Jahr, aber er sagt, da kann man drüber schnacken, dass man das längerfristig hat. Also gehe ich erstmal davon aus, dass wir das länger mähen können. Und das von dem befreundeten Landwirt, die 5 Hektar, beziehungsweise plus minus, das ist immer unterschiedlich, wie viel Hektar es im Jahr ist. Das hatten wir letztes Jahr auch, deswegen gehe ich da jetzt erstmal von aus. Nicht so flott, Christoph, da kann ich gar nicht hinterher. Ja, aber langsam, ich muss da auch noch erst wegkriegen hier alles. Die 5 Hektar, da gehe ich jetzt auch einfach mal aus, dass wir das mehrjährig immer haben. Manche ein paar mehr Hektar, manche ein paar weniger, aber auf jeden Fall, dass wir da mal Fläche haben. So, dann... Ja, ich baue die hier nochmal eben schnell auf. Dann könnt ihr dir nochmal eben 2 Minuten zugucken. Ich hoffe jetzt nicht, dass die GoPro hier runterfällt. Das passt auf hier. Aber ich muss sagen, das ist jetzt das Plastikband, das ist von der Presse, die ich mir ausgeliehen habe, weil meine ja kaputt war. Das Sisal finde ich schöner, weil das ein bisschen dicker ist. Ich finde das schöner zum Anfassen dann als das Plastikband. Na komm, mit einer Hand ist schlecht hier. Ich weiß nicht, kann natürlich auch sein, dass das Plastikband noch eine Nummer dicker gibt, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber so vom Tragekomfort finde ich das Sisal schöner. Ich meine, die Ballen, ich finde die relativ lang. Ich würde die noch 20 cm kürzer machen, dass die bis hier nur sind ungefähr. Das wäre schöner. Also finde ich zumindest persönlich, weil so haben wir das schnell, so wie der hier, wenn er schräg aufkommt, dann reißt er so das Band aus und dann platzt er gleich wieder auf. Deswegen mache ich die persönlich lieber ein kleines Tick kürzer. Dann lassen die sich ein bisschen besser fördern, finde ich zumindest. Der eine macht das so, der andere so wahrscheinlich, aber ich finde das besser. Hier sind auch nur so 2, die dann aufgegangen sind davon. Das ist dann immer ein bisschen blöde. Ja. Mal gucken. Ich hoffe ja, dass meine wieder für den nächsten Schnitt in Einsatz kommt. Mal gucken. Ah, so. Die meisten haben wir, glaube ich, schon mal hier. Anhänger ist noch nicht leer, aber eben 2 Minuten Pause. Oh, gehst kaputt dabei, ey. So, den Boden kann man noch nicht ganz sehen, aber fällt weniger. Ah, Licht aus. Oh, Alter, schon wieder. Oh, so irgendwas wollte ich erzählen. Weiß ich, vor lauter Schwitzen schon gar nicht mehr. Ach so. Die Geschichte hier mit dem Höhenförderer wollte ich erzählen. Der hat bei uns ein paar mehr Namen, nicht nur Höhenförderer, sondern Lenzkran heißt er zum Beispiel oder Flakgeschütz. Ihr könnt sonst auch mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie für,
für irgendwelche Maschinen komischen Namen habt. Die meisten werden das wahrscheinlich nicht wissen, was ein Lenzkran ist. Aber bei uns gibt es eine Firma, die heißt Lenz. Also Lenzkran, die haben Autokräne und so. Die sehen auch so aus, also nicht so, sondern in der Farbe. Und meine Mutter meinte irgendwann mal, als wir damit auf den Hof kamen, was ist das denn für ein Lenzkran? Und seitdem ja, heißt er bei uns Lenzkran. Ich Ja, genau. Der schwarzer Schrift ist mit gelbem Hintergrund. Ich hoffe, man hat das gehört. Also der Aufkleber da von Gruse sieht genauso aus wie der Lenz-Aufkleber. Der ist auch genauso gelb bei den LKWs. Ja, so mal eben die kleine, schnelle Geschichte dazu. Wo ist eigentlich unser Kasten mit Wasser? Ey, der fehlt jetzt gerade ein bisschen. Den hatten wir sonst immer Heuente dabei. Ist richtig. Oh, noch nicht angeschafft. Oh, naja. Aber wir haben uns eben schon Gedanken gemacht, oder ich zumindest, wie man das hier noch ein bisschen vereinfachen kann. Das ist ist blöd jetzt hier annehmen und dann musst du da hinlaufen und dann ganz da wieder oben hin. Da ist natürlich angenehmer, wenn der von da reinkommt durch die Luke, der Höhenförderer, dann baust du ja quasi deine Etage auf. Dann ist das hier immer und dann stapelst du immer höher und der Höhenförderer stapelt auf deinen eigenen Haufen quasi rauf. Und hier musst du erst annehmen, laufen und dann noch höher krabbeln irgendwann. Geil wäre natürlich, wenn er irgendwie hier stehen könnte, der Höhenförderer, und dann kommt hier ein zweiter Förderer sonst und so mit hoch oder, ja, weiß auch nicht, wir haben schon überlegt, hier durchs Dach, ich mache mal wieder Licht an, boah, das ist geil, das Licht, hier eine Platte rausnehmen und dann hier quasi durch, hier unter ist ja nur der Pferdestall, das müsste just von der Länge passen, hier eine Platte irgendwie rausnehmen, dass der hier hochfördert, das würde dir auch schon mal ein bisschen Arbeit erleichtern, wenn du nicht 20 Ballen hoch musst, sondern nur 5. Das allerbeste wäre ja, wie bei Peter, Grüße an dich, wo du einfach nur mit deinem Bein vorne vorweg fährst und das dann einfach oben nur noch in die Boxen sortieren könntest. Ne? Ja, das wäre am geilsten. Aber ich finde, Aufschichten finde ich immer schöner als lose einfach hinpacken, finde ich zumindest, oder? Ja, aber, ja gut, aber er schichtet das ja nachher ja auch nochmal auf. Ja, aufschichten kannst du. Aber wenn du erstmal alleine bist, dann hast du es auf jeden Fall schon mal da in der Ecke, als wenn wir jetzt da hinten das reinfördern würden und müssten bis dahin. Also als hätten wir uns, wenn wir die Idee hier nicht hätten. Vorher sind wir ja vorher von da hinten ja komplett... Ja, das wäre noch mehr Katastrophe. Bevor wir das letzte Jahr so gemacht haben, haben wir da reingefördert. Gut, das war auch nicht ganz so viel. Ich glaube, ein Anhänger oder eineinhalb oder so. Das war nicht viel. Nee, aber trotzdem ging das einen schon auf den Nüsse. Da musstest du da reinfördern und da mit drei Leuten hier eben eine Kette und hier mit hoch. Da ist das schon mal deutlich angenehm. Das kannst du zur Not mal eben zu zweit machen. So, Licht eben aus und sehe ich gleich wieder gar nichts. Ja, wie gesagt, so eine Laufkatze unterm Dach wäre nicht schlecht. Oder, ja, da hinten vielleicht noch reinfördern, da ist im Moment ja noch gar nichts. Ich weiß nicht, waren wir hier zusammen überhaupt schon irgendwann mal so weit hinten auf dem Boden? Habe ich jetzt das helle an? Ja. Hier ist im Moment ja noch gar nichts, hier ist der Boden noch nicht aufgebaut. Hier ist noch ein bisschen kribbelig, aber ich glaube, hier kann man laufen, nur da nicht mehr. Da ist nur noch Strohdecke. Die soll irgendwann nochmal ganz weichen, die soll ganz rausgerobbt werden und dann auch dicke Bohlen hinlegen, dass man zur Not hier auch eine Platte rausnehmen kann. Ja, ich glaube, oben schaffe ich nicht ganz mit dem Förderer rein. Nee, musst du hier irgendwie einen ausnehmen. Und dann von da auch noch reinfördern, könntest du hier auch noch einen Haufen aufbauen. Und dann quasi ganz bis in die Länge. Das wird auch schon mal helfen und was bringen. Ja. Ich hoffe jetzt erstmal, dass mein Haufen so von der Größe reicht, dass ich hier nicht noch weiter her muss. Dass ich den Anhänger dann raufkriege und den anderen die Hälfte da auch noch. Also der Anhänger, der noch steht in der Halle, ist nur Hälfte voll. Ja, irgendwie so. So, genug gelabert, schon 4,5 Minuten. So, fertig. Leider noch nicht mit dem Schnitt, nicht mit der Charge, sondern nur mit dem Anhänger. Ja. Nächster. Den wühlen wir dann noch eben mit oben rauf, dann ist zumindest der Schnitt von unseren Flächen weg, das ganze Heu. Genau, dass wir das schon mal abschließen können. Dann ist da nur noch ein anderer Anhänger, das ist aber von einer anderen Fläche. Vor allem für mich eigentlich nicht mich. Ein Anhänger noch von der anderen Fläche, den machen wir aber dann die Tage dann. Ja, soweit das erstmal, Alter. Das Grünland sieht aus hier, ne? Das steht voll wie sonst was. Wir können eigentlich eine schöne Halle stehen, oder habe ich das schon mal gesagt? Das wäre schöner. Aber das Gras, das wirkt schon wieder wie Hulle. Moment, Alter. Auf der Kamera sieht das aber nach richtig viel Fehlstellen aus, aber so schlimm ist das gar nicht. Hier liegt noch ein bisschen altes Heu, deswegen ist das so. Ich habe jetzt auch keine Gülle raufgefahren und nix. Ich habe so viel Heu. Dann mache ich mir die Arbeit nicht, dass es noch mehr wächst. Das kann alles so schön bleiben. Vor allem hier wird er sowieso noch mehr kaputt gefahren, wenn da noch ein paar Rundballen dazukommen. Ja, dann kann das lieber so bleiben. Jo.
dann kann das so bleiben, da stecke ich nicht mehr viel Arbeit rein. Ja, vielleicht noch eben einen zweiten Schnitt machen, aber mehr auch nicht. Das meine ich, den müssen wir eben ein bisschen zur Seite fahren und den wollen wir noch abladen. Das ist ja unser, den wir noch gerade dabei sind zu restaurieren. Da sind ja auch keine Klappen dran, also so viel ist da gar nicht drauf. Bei denen hier ist die Klappen breitgestellt, den fahren wir eben zur Seite hier so hin, den raus und dann kann unsere Presse, die da steht, die muss dann noch repariert werden. Kommt hier dran rein, dass sie für den nächsten Schnitt fertig ist. Ja, weiter passt! Ja, oben passt auch US, deswegen höher hätten wir auch nicht gekonnt. Sieht man das da so ein bisschen? Okay. Ja, man hätte ihn noch steiler packen können, aber mein Bruder hat den gepackt, der hat auch noch nie Heu gepackt. Dafür geht das, würde ich sagen. Und hier können wir auch nochmal sehen, da ist die Lampe, da ist auch nur noch 10 cm Luft. Da hätte man auch nicht höher packen können. Ja. So, den schieben wir jetzt, wie gesagt, hier eben hin. Dass wir den hier rauskriegen und dann den noch flott abpacken. Dann ist Feierabend, ist auch schon wieder 10:45. Naja, nützt ja nichts, muss ja fertig. So, Leni, Feierabend oder was? Den einen Anhänger haben wir jetzt aber doch nicht mehr abgeladen, den haben wir nur eben reingeschoben. Kleines Malheur hatten wir hier noch, ein paar Ballen liegen hier, da sind wir leider hier an der Ecke hängen geblieben. Ich dachte, das passt just. Und dann ist er da über die Kante gekommen, einmal dagegen geschwankt, ja, und dann war die Kante schon lose. Erst hat er noch gehalten, wir haben ihn noch ein bisschen reingeschoben, aber über die Straße jetzt auch nicht mehr bekommen können. Dann haben wir die hier eben kontrolliert einstürzen lassen. Ja, was sind das? 10 Ballen oder so. Die treiben wir dann eben nochmal eben rüber. Aber auch schon wieder spät am Tag. Ja, 11:30. Ich will den Vlog jetzt noch eben schneiden, denke ich. Ist nicht ganz viel Material zusammengekommen, bin ich der Meinung. Aber da komme ich zumindest mal wieder ein bisschen hinterher mit dem Schneiden, dass die Vlogs einigermaßen regelmäßig kommen. Deswegen knüppel ich den nochmal eben zusammen. So, dann ist zumindest kleine Ballen die erste Charge schon mal weg. Christoph und ich an das Thema auch eben, wie viel Arbeit da nicht drin steckt. Ja, wenn man so ein paar Wagen abgeladen hat, dann denkt man, oh, ich habe keinen Bock mehr. Und dann nächste Woche, wenn es wieder ins Pressen geht, oh ja, könnte mal wieder. Aber auch die Leute, die dann hier kommen und Heu kaufen wollen. Und ja, was soll denn kosten? Ja, so und so viel Euro. Ich sage, 3 Euro nehme ich jetzt, sage ich mal. Oh ja, das ist aber teuer. Nee, das, ja, weiß ich auch nicht. Da kann man dann nicht was machen. Da denke ich immer, ihr habt wahrscheinlich noch nie Heu gemacht und kleine Ballen, wisst gar nicht, wie viel Arbeit da drin steckt und dann immer sagen, nee, ist zu teuer. Allein, wie oft man so einen Ballen jetzt anfassen muss, ne? Erstmal das ganze Heu machen, dann von der Presse auf den Wagen, von Wagen aufs Band und vom Band nochmal in die Miete rein und von der Miete wieder abladen und wahrscheinlich dann noch bringen wollen, dann vom Runterschmeiß auf den Wagen nochmal und dann nochmal helfen abzuladen, ja. Und dann ist 3 Euro zu teuer, sagen sie, ne? Aber ja, dann müssen sie woanders hingehen. Das ist halt so. Aber da will ich mich jetzt nicht drüber auskotzen. Ja, weiß ich. Gerade ein bisschen schlechte Laune, weil wir den Wagen da so schlecht reingekriegt haben. Aber passt schon wieder. Aber Rundballen schocken ja auch nicht nur. Ja, schocken auch, aber nur Rundballen ist auch. Ja, aber das ist, weiß ich nicht. Also irgendwie ist das ja so diese alte Tradition, würde ich da jetzt mal zu sagen. Ja. Irgendwie, und wenn man nachher die ganzen Wagen auf dem Hof stehen sieht und dann doch noch oben hingepackt hat und sieht dann nachher, was das überhaupt wie eine Menge ist. Klar sieht man das auf dem Anhänger, sieht man natürlich auch schon, dass da 1-2 Ballen drauf liegen. Aber wenn man dann oben den kompletten Stall, wollte ich gerade sagen, den kompletten Heuboden da wieder voll hat, so wie letztes Jahr. Ja, ist so. Natürlich doch wieder immer, was einen doch wieder lächelt ins Zaubert, auch wenn es immer mühselige Arbeit ist. Ne? Ja. Aber wir wollen uns nicht beschweren. Nee, eben. Das denke ich auch. So, deswegen mache ich jetzt Feierabend. Ja, fast zumindest. Als die hier, guck mal, da. Ja. So, wir sind hier gerade nochmal am Messen. Ja, Ende habe ich schon gedreht, aber wir wollen mal eben messen. Und zwar haben wir das Problem manchmal bei der Presse, die wir ausgeliehen haben, dass so öfter mal die Bänder zur Seite wegziehen und die aufgehen. Was der Unterschied zu unseren ist. Das haben wir gepresst mit unserer Presse, das ist die andere. Erstmal der Kanal, das ist bei der ein 45er Kanal Breite. So, und wir mit der AP12 haben ja einen 50er, kann man sagen. So, die Bänder sind bei der aber auch noch weiter auseinander. Der hat einen schmaleren Kanal und weiter die Bänder auseinander. Die sind 23 und unsere sind 20, kann man sagen. Also unsere, der ganze Ballen ist breiter, aber die Bänder sitzen weiter in. Deswegen ist er noch stabiler. Und hier ist der Kanal schmäler
Aber die Bänder sitzen auch weiter außen. Deswegen, wenn man hier mal anfasst oder der einen Schlag kriegt, dann huschen die gleich zur Seite weg. Das finde ich bei der eigentlich schöner. Ich glaube auch, dass die, ich war ja jetzt bei der ja nicht so viel dabei, aber wenn man die zum Beispiel nachher die erste Lage gepackt hat und man latscht ein bisschen weiter daneben und hakt dahinter, dann rutscht man, glaube ich, mit den Ballen eher, also das Band eher ab als mit dem, weil die eher in der Mitte liegen. Ja. Wenn ich da quer rüber latsche, dann lass die doch ruhig weiter verrutschen, aber die kommen trotzdem zum Ursprung. Und wenn sie weiter rüber gedrückt sind, dann geben sie trotzdem nicht. Ich weiß jetzt gar nicht, welche Kanalgröße die anderen APs haben, so eine 52er oder so, das muss ich mir noch reinlesen. Ich muss sagen, bis jetzt bin ich eigentlich überzeugter AP12-Fahrer. Würde ich auch so sagen, ja. Wenn die nicht kaputt gehen. Ja, richtig. Aber es kann natürlich auch sein, dass es Fehler 22 war, das weiß ich nicht. Ja, das kann natürlich sein. Naja, aber normalerweise habe ich ja schon mal gesagt, sind die eigentlich robust gebaut. Ich bin damit eigentlich zufrieden. Vom Gewicht. Ja, die auch nicht. Die habe ich 20. Aber der sieht auch schon ein bisschen verrutscht aus. Ha. Ja, das haben wir auch schon eben gesagt. Hier kannst du mal eben so anschlüpfen. Und die halten, weil die halt nur 20 auseinander sind. Und die hier, das sind 3 cm, aber die fehlen dir hier schon. Da musst du richtig anstrengen, damit die in der Hand kriegst. Ja, die sind ein Ticken schwerer auch. Tja. Ja, das liegt ja an uns. Das ist richtig, das kannst du alles einstellen. Die kannst du, und länger. Ja, das ist ja nicht das Problem. Du kannst ja noch kürzer stellen. Wenn wir die 20 cm kürzen, so wie auf die Maße, das ist ja nicht das Problem, das Einstellen, dass dir weniger Gewicht reinmachen. Das ist ja kein Problem. Das ist ja alles nur Einstellungssache. Und Spanngurt ist auch noch gekommen. Die will ich noch mal eben schnell zeigen. Besten Dank, da stand leider kein Name bei. Aber ein ganzes Paket voll. Und zwar mit den mit 1, 2, 3, mit 5 Streifen. Ja. Und zwar 1. Eigentlich ist das Lager gerade. 2, 3, 4, 5. 5 waren in dem Paket drin. Irgendwie meinte jemand in den Kommentaren, da müssten 7 drin sein. Glaube ich zumindest. Wir sind aber nur 5 angekommen. Weiß ich auch nicht. Naja, schnelles Feeds zwischendurch und dann geht es weiter. Deswegen sage ich danke fürs Zusehen. Oder sagen wir, guckt gerne bei Instagram mal vorbei. Christoph-Holz. Genau. Und Christoph-Agrarvideos. Und dann frische Monat sehen wir uns im nächsten Vlog, würde ich sagen. Bis dahin, seht zu. Tschüss.